aufgekochtes Wasser. Was haben wir hier? Ein Rezept, glaube ich, ne? Lernen. Okay, er baut da jetzt, aber was hat es mit den beiden Toten auf sich? Dieser Ort hat eine Menge Potenzial. Ich mach mal den hier, ne? Damit du sicher bist, nicht ich. Ja, die ist bestimmt... Ja, die ist da runtergefallen. Das war ein Unfall. Entsperren. Okay, krieg ich hin. Oh, früher gab es mal Fallen an den Kisten, ne? Da sollte ich auch mal drauf achten. Boom. Früher gab es da mal Fallen. Und? Ich gehe erstmal hoch. Oh, hallo. Impro-Revolver, sehr schön. Also Waffen finden wir en masse. Wenn die kaputt gehen, ist scheißegal. Hast du das Gefühl? Ich glaube, wir haben auch schon drei 10mm Pistolen. Spielzeugrakete, Aschebecher, noch ein Hut. Munition. Oh, 50er Patronen. Alter. Was haben wir denn hier? Ranger Outfit. Leere Milchflasche. Schlammbohne. Will ich jetzt nicht. Rezept: gezogene Astern-Tee. Oh, ich sehe eine Schrottflinte. Hallo. Nee, ein Jagdgewehr. Was denn für ein Apparillo? Okay. Ja, doch, ist okay. Lass mal die Waffe. Wo ist sie denn? Jagdgewehr. 308er. Haben wir gerade keine Munition für? Mach ich mal trotzdem auf dem Favo. Ich favorisiere. Weißt du, andere unanieren, ich favorisiere. So, und dann müssen wir zurück zu Duchesse, dem Schachspiel. Wo war die denn? Ich glaube da irgendwo, ne? Bin hier völlig orientierungslos in der Wildnis verloren gegangen. Ist bestimmt noch eine gute Idee, hier mitten durch die Walachei zu laufen. Ich habe von Elix gelernt, auf den Wegen ist es safe. Meistens. Ja. Okay, wie komme ich jetzt hier runter? Ohne mir den Hals zu brechen. Vorzugsweise. Ich habe leider keinen Spielpartner, der mich heilen würde. Komme ich hier irgendwie runter? Sieht nicht so aus. Es sieht sehr klippig aus hier. Ja, da sehe ich ihn nicht. Wäre auch zu einfach gewesen, ne? Oh. Das sieht sehr nukular aus da hinten. Richtig einladen. Das da sieht aus wie ein Atomkraftwerk. Das da sieht aus wie ein Atommeiler. Das Ding da. Und das kann ich nicht erkennen. Sieht auf jeden Fall nicht einladend aus. Okay. Hallo? Hä? Was war das gerade für ein Sprung? Okay. Geh mal zurück. Ich habe diese Dornbüsche allmählich verdammt satt. Moment. Sag mal. Wieso liegen hier überall tote Siedler? Was stimmt mit dem? Das ist bestimmt voller Psycho, Alter. Was ist mit dem denn nicht richtig? Richtiger Psychopath. Und da hinten dampft es wie Sau. Also sind schon interessante Spots hier zu entdecken. Ich glaube, in diese grünen Dinger, da will ich nicht rein. Ich glaube, das wäre auch gänzlich nicht gesund. Ich gehe mal die Straße weiter runter. Ich sehe schon. Jetzt gibt es gleich wieder aufs Maul. Ach nee, der ist friendly. Alles klar. Servus.
Ein bisschen weit ab vom Schuss, ne? Der Kollege. Wer ist er? Ein Siedler. Was siedelst du denn hier? Ich brauche neue Sachen. Bin total verdreckt. Muss immer die Raider im Auge behalten. Ja, ist klar. Mach du mal. Da liegt ein Roboter. Ein Protektron. Natürlich leer. Oder war von den Respondern. Ein Responder-Protektron. Der respondiert auch nicht mehr. Ach ja. Ich würde gerne öfter schneller laufen, aber leider... Wir können doch nochmal aufleveln, ne? Fällt mir gerade so ein. Mhm. Kaution. Also hier musst du Geld hinterlegen, wenn du weiter willst. Hier ist Kaution. Ab hier, Kaution. Sonst fallender Stein. Nix gut. Nix gut auf Kopf. Das. Sind da zwei? Ein Mr. Farmhand. Wie viele rennen denn hier rum? Ihr seid alle ein bisschen weit weg, oder? Guten Tag. Wer ist er? Und warum leuchtet das Wasser dahin, oder ist das ein Haus? Auch ein Responder. Die respondieren hier so rum. Okay. Guten Tag. Der Highway steht unter dem Schutz der Responder. Ja. Da, das gehört mir. Ich war zuerst hier. Hier ist doch nix. Entweder kriegen uns die Verbrannten, die Wilden oder die Rats. Ja, irgendwas trifft dich immer. Meistens auf den Kopf. So, ich geh mal zurück zum Wayward. Ich stiefel mal schnell durchs Wasser. Und dann lass uns mal... Eine Raider-Leiche. Ohne Leiche. Ich frag gar nicht erst. Ich akzeptiere das so. Ich frag nicht, ich akzeptiere das. Die machen das schon hier, die Jungs. Och, nicht schon wieder die Köter. Nicht schon wieder die Köter-Tölen. Die irgendwie gesoffen haben, was das hier angeht. Ja, kommt's halt her. Der andere Mist. Naja, 17 EP sind 17 EP, ne? Und ein bisschen angeknabbert. Ach ja, was leuchtet da hinten denn so? Ach, das sind die. Ja, die stehen an den Bruderschaftsclowns. Hier fehlt ein Auto. Hi. Mhm. 50 Kronkorken krieg ich von der, ne? Atemberaubend. Guten Tag, ihr Kasper. Sachen reparieren? Immer auf Zack bleiben. Ja, immer auf Zack. Ruckzuck, ruckzuck. So, da sind wir wieder. Ich höre Geschütze. Und was schützen die denn? Was ist denn da los? Ich lasse mich viel zu leicht ablenken. Ich kann da auch gar nichts für. Ich bin da unverschuldig. Ich bin halt neugierig. Ihr wisst ja, wie man sagt, ne? Neugier ist des Mechanikers Tod. Was haben die denn geballert? Hallo? Dürfte das hier überhaupt sein? Ist das... Das ist doch...
Das ist doch wirklich ein Camp von einem Mitspieler, oder nicht? Ich glaube, ein Geschütz ist kaputt. Das geht nur? Ach nee, das ist das Ding. Ja, das hier ist ein Camp. Maras Camp. Die hat aber auch sehr spartanisch gebaut, ne? Muss ich mal so sagen. Aber warum ist das hier? Darf das überhaupt hier sein? Das heißt, rein theoretisch müsste die ja eingeloggt sein, oder? Ich weiß es nicht. Ja, ja, Spieler, weiß ich. Ist ja ein Camp von Mara, aber sind die Spielercamps nur zu sehen, wenn die Spieler eingeloggt sind oder auch wenn die ausgeloggt sind? Das würde mich mal interessieren. So, die Siedler hier sind weg. Die wurden umgesiedelt. So. Ich habe erledigt. Du siehst nicht allzu mitgenommen aus. Hast du herausgefunden, wo sich diese Störenfriede verstecken? Jo. Fantastisch. Da ist also ihr Boss. Jetzt musst du nur noch... Warte, Sägewerk von West Virginia? Das kann nicht sein. Du hast dich verhört. Und warum genau spielt das eine Rolle? Ich war vor einiger Zeit in der Gegend. In dieser Sägemühle wimmelte es nur so von diesen großen grünen Bastarden. Mutanten. Du kennst diese Monster, Duchess. Wenn diese Gang in der Lage war, sie zu vertreiben, dann könnten die Typen zäher sein als erwartet. Hm. Hast du eine Idee, wie wir vorgehen sollten? Ich würde nicht aus allen Rohren feuernd da reingehen, es sei denn, es sind große Rohre. Du könntest dich auf dein Glück verlassen. Vielleicht reden sie mit dir. Aber ich bin dort dieser Familie begegnet. Die hat es vermutlich auch schon mit denen zu tun. Bin außerdem noch auf einen schrulligen Wiederverwerter gestoßen, der behauptete, sich mit der Mühle auszukennen. Könnte sich lohnen, mit den einen oder anderen zu reden. Ja, was kann ich dafür, dass ich Fettfinger habe? Okay, also ist der Spieler, dem das Camp gehört, noch online? Okay, cool. Das wollte ich ja nur wissen. Sie sind bei der Anchor Farm, falls diese Typen sie nicht vertrieben haben. Aber falls sie noch dort sind, haben sie sich vermutlich mit ihnen arrangiert. Ah, könnte nicht schaden, es herauszufinden. Ach so, nicht ich. Wer denn? Ach so. Ja, okay, sorry. Bei Fettfingern fühle ich mich grundsätzlich angesprochen. Er lebt bei den Rummelplatzbuden in Tyler County. Er beharrte darauf zu wissen, wie man die Mutanten aus der Mühle vertreibt. Aber wie das geht, wollte er nicht verraten. Wahrscheinlich verrät er es eher jemandem, dessen Gesicht ihn nicht abschreckt. Gut. Denn mehr weiß ich nicht. Falls du noch nicht dort warst, die schnellste Route wäre zurück nach Vault 76 und von dort aus Richtung Norden. Und pass auf dich auf, du tust uns einen großen Gefallen. Zu wenig Licht ist auch eine gute Ausrede. Benutze ich auch oft. So, Karte mit Erzkappe. Was mit E? Zuvor besuchte Orte mit E aus und... Schnellreise geht's doch. Cool. Wollen wir aber nicht. Wir wollen... nach Sutton. Wieso soll ich jetzt nach Vault 76... Was gibt's denn da? Ach so, für die Schnellreise oder was? Hier, sprich mit dem Wiederverwerter. Und hier ist das Ding. Alter. Ich meine, hier müssen wir auch hin. Also hier, nehme ich für dich die Person. Ich würde aber erst gerne nach Sutton. Nur dies aktivieren.
Das nehme ich doch gerne. Ja, das stimmt. Beleuchtete Tastaturen sind gut. Habe ich auch 2 Stück von. Die helfen im Dunkeln ungemein. Ansonsten, ich habe tatsächlich für meinen Laptop habe ich so ein USB-Licht. Stecke ich rein, habe ich Licht. Sehe ich auch alles. Weil ich auch abends öfters mal am Laptop arbeite. Im die da dunkeln. Gerade wenn ich Thumbnails mache oder so. Dann muss ich jetzt nicht so bei hellem Licht machen, sondern kann das schön im schwummerigen Laptopenlicht. So, jetzt gehen wir nach Sutton. Auf die Straße. Und holen das nächste Band. Anscheinend haben wir jetzt 2 verschiedene Hauptquests, die uns in verschiedene Richtungen bringen. Das ist ganz toll. So, da drüben war ich schon. Sind das da Kürbisse? Sehen aus wie Kürbisse. Da ist ein Donutladen. Ach, das sind Pilze. Sah aus wie Kürbisse von Weitem. Und da ist wieder Ghoul Party. Das finde ich aber gar nicht so cool. Homeplate. Ein toter Siedler. Bisschen Psycho. Was steht denn da schon wieder? Bin noch nicht mal angekommen. Wartet doch mal auf mich. Ich will auch was töten. Ach, das ist der Roboter. Befreiungseinheit aus China. Alles klar. Auf sie mit Gebrul. Mit Gebrul auf den Ghoul. Nee, lass mich mal. Aua, ich möchte... Hallo, bitte fassen Sie mich nicht an, ja? Das ist ein Unding. Hallo, ich bin hier. Warte du. Böser Befreier. Ganz, ganz böser Befreier. Er hat ein bisschen gebrannt auf dem Arm, als er mich abgeschossen hat. So, ein bisschen Rattenweg. Oh, die haben ja auch schon gut aufgeräumt. Oh, kein Loot dabei. Der Herr Ghoul ist mit einer Silbergabel. Der feine Herr. Der hat's gar schwör. Nischt. Ein Tässchen Elend. Ach Mann, ich will nur mit der Maustaste. Ein Tässchen Elend, ein postapokalyptische Restaurantkritik von Glenn Ramos. Ja, okay. Später vielleicht. Da ich das Gebiet noch nicht gesichert habe. Erstmal Lage peilen. Oh, hier sind noch mehr davon. Ach, wenn ich die nicht töte, dann haben die auch nichts auf Tasch. Sehr doof. Spachtel. Ich glaube, ich muss bald wieder mein Lager aufbauen, ne? Zum Sachen ablegen. Bastelwerkbank. Kampfrüstung. Nehme ich. Ich weiß übrigens nicht, warum ich den ganzen Schrott einsammle. Weil wirklich viel bauen hatte ich jetzt nicht unbedingt vor, ne? So das Nötigste. Muss ja eigentlich lang. Plasmakartusche. Munition nehme ich immer mit. Da ist aber eine Haarklammerbox. Mit einer Haarklammer. Geil. Hier ist hier so ein Furzender. Mehr ist hier nicht. Mehr ist hier nicht. Das.